Tim keuchte. Er hatte soeben die Urknalltheorie widerlegt, zu dumm, dass er es niemandem sagen konnte. Er nuckelte an seinem Schnuller. Sorgfältig drehte Phil den weiblichen Schenkel durch den Fleischwolf. Vorne bestellte die alte Frau Heise gerade ihr Gehacktes. Wie immer. Die Fremde stand in ihrer Wohnungstür und lächelte. Ole war verliebt und bereute plötzlich, was er eben mit der Pizza gemacht hatte. Jessica erkannte ihren Vater sofort. Seine leeren Augen hatten die Jahrzehnte überdauert. Sie lächelte kühl. 150, ohne Gummi das Doppelte. Heute soll es also um dieses Buch hier gehen. Auf die Länge kommt es an. Tiny Tales, sehr kurze Geschichten. Florian Meinberg. Aufmerksam geworden bin ich durch einen Fernsehbericht, das ist aber schon eine Weile her. Und seitdem folge ich immer auf Twitter und also Florian Meinberg und auf Facebook und kann dort diese Tiny Tales sehen. Ich werde gleich erklären, was das ist. Wer Florian Meinberg nicht kennt, das ist so, dass er Tiny Tales schreibt und Tiny Tales sind wirklich ganz, ganz kurze Geschichten in 140 Zeichen. Diese 140 Zeichen rühren daher, da er damit auf Twitter angefangen hat und dort ein Tweet nur auf 140 Zeichen begrenzt ist. Und er hat schon früher ganz gerne Geschichten geschrieben und hat sich nun überlegt, ich komprimiere eine gesamte Geschichte einfach auf diese 140 Zeichen, sodass wirklich eine Geschichte entsteht und der Leser sich hineinversetzen kann. Und er hat es so aufgebaut, dass es halt verschiedene Kategorien gibt, wie Liebe, Hass, Wahn, Lüge. Und darin hat er die halt eingeordnet, seine Tiny Tales. Und es sind halt zu so verschiedenen Themen verschiedene Geschichten. Als ich das im Fernsehen gesehen habe, diese Reportage über Florian Meinberg, war ich irgendwie total fasziniert von der Idee, einfach eine Geschichte in 140 Zeichen zu quetschen und wollte wissen, wie das funktioniert. Und habe angefangen, halt ihn auf Facebook zu liken und auf Twitter zu folgen. Und ich bin immer wieder überrascht, was man aus wirklich 140 Zeichen oder weniger machen kann. Es ist so, dass dieser Spannungsbogen halt aufgebaut wird und man, der Leser erwartet schon fast, dass da irgendwas passiert. Am Anfang, wenn man dann anfängt, die ersten 30, 40 Zeichen zu lesen, ja, da passiert gleich was. Und dann ist es tatsächlich meistens so. Und was ich auch gut finde an dem Lesen dieser Geschichten ist, dass man sich noch viel mehr ausdenken kann, dass man selber überlegen kann, das wird die Fantasie angeregt, was ist davor passiert, was passiert vielleicht danach. Diese 140 Zeichen sind eigentlich nur der Höhepunkt, der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Und ich finde es erstaunlich, wie man es schaffen kann, wirklich die Leser damit reinzuziehen, auch wenn es nur 140 Zeichen sind und das Buch ja auch eigentlich nur aus Sätzen, aneinandergereihten Sätzen besteht, die im Absatz dann voneinander getrennt sind, sodass sie verschiedene Geschichten ergeben. Aber es ist einfach ein wirkliches Lesevergnügen. Die Tiny Tales sind ja auch irgendwie irgendwas wie so ein Literaturexperiment. Und irgendwie stehe ich auf Literaturexperimente. Ich mag es gern, wenn Menschen mit der Sprache spielen. Sie müssen natürlich gut machen. Und Tiny Tales ist ohne Zweifel sehr gut gelungen. Ich bin fasziniert davon, wie man einfach als Autor in 140 Zeichen alles sagen kann, was man wollte. Und den Leser genauso fasziniert wie mit einem 800-Seiten-Buch. Also ich mag die Tiny Tales.